Hallo und herzlich willkommen bei Tipps und Tricks in Games of War. Heute geht es um das Wochenevent Reise nach Nexus. Ihr wisst, seit heute gibt es ein neues Königreich in Games of War, und zwar den Nexus. Und da gibt es auch ein niegenagelneues Event, die Reise zum Nexus. In diesem Video zeige ich euch mein Team, mit dem ich das Event spiele. Ihr seht, aktuell habe ich 2922 Meilen gereist. Und ich habe noch ein Siegel übrig, und mit dem Siegel zeige ich euch, wie gesagt, mein Team, mit dem ich das Event spiele, und ich erkläre auch, wie das Team funktioniert. Als Tipp am Anfang, guckt bei euch bitte in den Shop, ihr braucht Stufe 2, weil ihr braucht den Weißdorn. Bei Stufe 1 gibt es den noch nicht, den gibt es nur bei Stufe 2. Warum braucht ihr den Weißdorn? Weil der Weißdorn die dritte Eigenschaft hat, Pfadfinder. Erhaltet zweifachen bis dreifache mehr Meilen in dem Reiseevent, basierend auf den Aufstiegen. Das heißt, wenn ihr ihn das erste Mal kauft, ist er auf Episch, da bekommt ihr nur zweifach so viele Meilen. Und halt ist er auf Legendär, bekommt ihr zweieinhalbfach mehr. Und wenn er, wie bei mir jetzt, auf Mystisch ist, bekommt ihr dreimal so viele Meilen als normal. Ich habe allerdings nur bis zur Waffe gekauft und habe ihn dann mit zwei blauen Orbs aufgewertet, also zwei Aufstiegsorbs. Nur so als Tipp am Anfang, ihr braucht auf alle Fälle Weißdorn, wenn ihr viele Meilen schaffen wollt. Das kostet ca. 90 Edelsteine. Wie gesagt, 2922 Meilen habe ich gemacht. Ich nehme immer das, wo ich die meisten Meilen schaffe. Das wären jetzt bei mir zur Auswahl 35 und 25 Meilen, wie ihr hier seht. Und ihr seht auch, die Gegner sind jetzt Level 112 bzw. Level 114. Und wie gesagt, ich nehme immer das, wo ich die meisten Meilen schaffe, wo ich schneller vorwärts komme. Und hier ist mein Team, mit dem ich das Event spiele. Auf Position 1 habe ich den Kobayanischen Zauberstab. Er ist mein Mana-Produzent im Team, denn er lässt 42 rote Edelsteine explodieren, gewährt einem Verbündeten aus Shengtang einen zufälligen Statuseffekt. Wir haben keine Einheiten aus Shengtang, deswegen kann man das vergessen. Aber halt, er lässt halt die Edelsteine explodieren, und das ist schon mal positiv. An Position 2 habe ich meinen Hauptschadensmacher Phönizika. Denn sie fügt allen Feinden bei mir 39 Schaden zu, verstärkt durch rote Edelsteine und brennenden Feinden. Und wenn ein Feuersturm herrscht, verursacht sie doppelten Schaden. Und es wird immer ein Feuersturm herrschen, warum erkläre ich gleich. Dritte Position habe ich die Sirene. Die Sirene fügt einem Feind 46 Schaden zu und erschafft 9 Edelsteine in der Mana-Farbe dieser Einheit. Schön ist bei ihr, dass sie den Kampf mit vollem Mana startet. Das heißt, wir können sie sofort einsetzen. Und an letzter Position, wie schon erwähnt, der Weißdorn. Er zerstört halt eine Reihe, da kann man auch etwas Mana produzieren und fügt halt dem ersten Feind durch verbündete grüne und zerstörte grüne Edelsteine Schaden zu. Aber halt, wie gesagt, wichtig ist bei ihm, dass ihr die dritte Eigenschaft, den Pfadfinder, freigeschalten habt. So, warum herrscht bei Phönizika immer ein Feuersturm? Und zwar, weil ich die Klasse Sonnenspeer habe. Sonnenspeer hat nämlich als dritte Eigenschaft Hitzewelle. Erschaffe einen Feuersturm an Anfang jedes Zuges. Nett ist auch hier, wenn ihr ihn auf Level 100 habt, die letzte Eigenschaft Feuerklinge. Verursache dreifachen Schädelschaden bei brennenden Feinden. Das heißt, euer Held macht dann dreifachen Schädelschaden. Und brennen tun ab und zu einige Feinde wegen Phönizika, weil sie hat nämlich die dritte Eigenschaft Sonneneruption. Und zwar besteht eine 50%ige Chance beim Start eines Zuges, einen zufälligen Feind zu verbrennen. Deswegen ist auch mein Held an Position 1. Falls dann doch mal ein Gegner brennt, der erste zum Beispiel, und Schädel liegen da, kann man gut wegschädeln. Als Banner habe ich das Labyrinth-Banner, weil wir brauchen vor allem den Grün und Rot. Rot, damit halt Phönizika schnell voll wird, weil sie ist, wie gesagt, der Hauptschadensmacher. Lida ist nicht so wilde, die Sirene ist, startet ja mit vollem Mana, und durch den Kolperianischen Zauberstab wird sie auch schnell wieder voll. Das ist mein Team, mit dem ich das Event spiele. Wie genau das Team funktioniert, erkläre ich euch jetzt anhand meines letzten Siegels gegen Level 114 Gegner, also 35 Meilen mache ich. Okay, da unten ist schon mal Arabe, das ist schon mal positiv. Als erstes versuche ich halt, oben meine Phönizika einmal voll zu bekommen. Ist die voll, einmal zünden. Jetzt gehen wir natürlich noch den Schädel mit.
Dann zünde ich den koreanischen Zauberstab einmal, um Phoenixi da wieder voll zu bekommen. Sie ist wieder voll, als wieder zünden. Jetzt kann man natürlich noch den Schädel nehmen. Und dann zünden wir noch einmal die Sirene, weil sie machte 48 Schaden. Und der Gegner ist weg. Ansonsten, wenn die Gegner später stärker werden, muss man halt die zweite Einheit Phoenixica halt mehrfach zünden. Also statt zweimal, dann dreimal und so weiter. Jetzt habe ich noch ein paar Ziegel übrig, also durch den Raben. Dann mache ich noch schnell die zwei Kämpfe, dass ihr seht, wie das Team so schnell funktioniert. So, wenn es jetzt wie jetzt aussieht, zum Beispiel, kann man auch einmal schon die Einheit zünden, die dritte, die Sirene. Guckt halt, ob ihr euren Gegner habt, der rot, grün oder gelb drin hat, damit halt Phoenixica schneller voll wird, weil die Sirene wandelt ja neuen Edelsteine seiner Mana-Farbe um. Weil dadurch wird sie dann auch schnell voll. Dann Kobayashi Zauberstab zünden. Dann ist sie wieder voll. Wie gesagt, Schädel immer schnell mitnehmen. Und durch den Feuersturm kriegen wir halt immer schnell rote Einheiten, also rote Mana-Steine. Ja. Das können wir auch hier unten den zünden einmal, weil der lädt ja auch ein bisschen mit auf. Schön sie aktivieren. Das ist dann halt immer blöde, wenn der Gegner ein Schild hat. Aber hat auch so geklappt. Und jetzt noch die letzten 30 Meilen. Jetzt zünden wir wieder die Sirene, gucken halt. Da können wir jetzt überlegen, ob er hier oben gelb nimmt oder rot. Versuchen wir hier unten auf rot zu gehen. So, braun mitnehmen. Und fertig. Ja, das ist das Team, mit dem ich die Reise spielen werde. Es ist halt ziemlich schnell, geht auf alle Gegner. Ja. Ich hoffe, euch gefällt das Team. Wenn ja, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Allgemein, wenn ihr Videos zu Games of War sehen wollt, könnt ihr auch diesen Kanal abonnieren, da es hier regelmäßig Videos zu Games of War gibt. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Erfolg in dem Event wie ich. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.